Zuschauer und Erwachsene. Heute sind wir jetzt gerade in den Sumpf. Ich hatte ja alles gelöst, also auf Tamora. Also wir sind immer noch auf Tamora und hier ist der Sumpf. Da hinten ist ein Sumpfhai. Und noch ein paar anderen Viecher, die muss ich noch erledigen, bevor ich weiter reisen kann. Aber schauen wir mal, das ist ein junger Sumpfhai. Ob wir den irgendwie, naja, anlocken können, treffen und überhaupt. Ah, der hat immer so seinen eigenen Weg, seinen eigenen Willen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Junger Sumpfhai im Sumpf auf Tamora. Ja, ich hatte ja die ganzen Orks in der letzten Folge erledigt. Wir haben Bruno die Minenstücke gegeben. Ah, jetzt hat unser Sumpfhai uns auch sozusagen ausfindig gemacht. Hatten da eben auch einen Boden. Gut, okay, und dann locken wir den Sumpfhai mal hier so an dieses sperrige Zeug hier ran. Nein. Ungefähr hier so. Ziehen unser Schwertchen. Gucken mal, ob wir den Sumpfhai eventuell, naja, erledigen können. Ja, das ist gut. Soll ruhig hinter dem Pfosten da bleiben. Will er da oben hochklettern? Das sieht ja lustig aus. Ja, der Sumpfhai. Der Sumpfhaini. Oder der Schlumpfensumpfen. Na? Okay. Also ich habe den irgendwie ein bisschen kräftiger in Erinnerung, aber er hat mich auch noch nicht zu. Er hat mich aber auch noch nicht getroffen irgendwie. Oh, mal gucken, ob wir den hier niederstrecken können. Die immer die ganze Zeit die mit dem Schwert penetrieren. Das könnte gut gehen, aber bleibt doch mal dahinter irgendwie. Ja, okay, jetzt wissen wir es. Ein Haps und schon sind wir Naps. Ja, der Sumpfhai ist gleich wieder dabei, wenn es heißt, wer als erstes. Okay, jetzt bewegt er sich, wer als erstes den Sumpfhai-Zahn abgibt. Entweder ich oder Roland. Dann gucken wir mal, ob wir ihn irgendwie so ein bisschen aufhalten können. Zum Beispiel. Ah, er kommt durch. Das ist jetzt doof. Also eine gute Position finden und einfach mal immer auf ihn drauf kloppen. Und nicht aufhören. Und wenn er ausholt und mich ausspuckt, wie gerade eben so eben. Ja, das war knapp. Oh, das war echt knapp. Weil er ist auch einigermaßen träge, was seine Kampfreaktion angeht. Und das sollte man ausnutzen. Und ihn auch mal an die Wand drängen. Da kann er nicht mehr zurück. Dann könnten wir das. Oh, das war wieder knapp. Könnten wir das eventuell doch noch schaffen, ihn hier nochmal zur Strecke zu bringen, diesen Sumpf. Ey! Was macht denn jetzt? Oh, Abstand nehmen. Eine ganz blöde Situation eben. Oh, 350 Erfahrung. Aber ich habe ihn geschafft. Der junge Sumpfhai. Oh Gott. Wie schwer ist denn ein normalen Sumpfhai zu killen? Das wissen wir nicht. Oh, liebe Leute. Aber ich habe ja noch andere Viechertjes hier übrig gelassen, die es zu killen gibt. Wie zum Beispiel da hinten diese. Na, als erstes mal hier den Feuerpfeil nehmen. Da hinten diese Sumpf-Snapper. Nee, Quatsch. Wie heißen die? Sumpf-Snapper. Ja, genau. Dann machen wir mal kurz einen Prozess mit diesem Sumpf-Snapper. Oh, der hat mich sogar
etwas berührt. Okay, nach dem gleichen Prinzip werde ich das mit den anderen übrigen Sumpfsnappern machen und dann melde ich mich wieder, wenn es rübergehen sollte nach Ardarm. Das muss ich mir nochmal durch den Darm gehen lassen, also bis später. Ja, von dem Feuerpfeil habe ich mich getrennt und also von der Strategie und nehme doch ganz einfach hier nochmal das Schwertchen. Gut, okay, ein paar Schläge musste ich einstecken oder ein paar Bisse besser gesagt. Aber im Großen und Ganzen klappt das ja wunderbar bei den vielen Bäumen und bei dem Sumpfenkrauten, was es hier noch zu sammeln gibt. Ja, und da hinten, ganz da hinten ist auch noch einer, den werde ich dann auch noch killen mit dem Degen und dann geht's weiter. Auch hier gibt es wieder keine Anzeige für den Wassergolem. Ich weiß nicht, wann er hin ist. Mal gucken. Ah, jetzt hat er mich getötet. Auch mit dem Bogen wird der Golem nicht angezeigt. Oh, oh. Okay, dann werden wir mal eben mal sputen. Richtung Felswand, würde ich mal sagen. Dann ziehen wir unser Messerchen. Hallo. Messerchen ziehen. So. Nein, nicht hauen. Aua, nicht hauen. Ah, er hat mich gehauen. Er hat mich gehauen. Jetzt mache ich auch einen Sprung. Spannend. Möchte mal zu gerne wissen. Zu gerne wissen, wie viel Energy er noch hat. Komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. Große Frage ist, kommt er hier auch hoch? Nee, er bleibt stehen. Okay. Ja, jetzt. Ja, schade, keine Energie wird angezeigt. Das ist null. Doch, jetzt habe ich Erfahrung 200. Dann hätten wir diesen Wassergolem hier nämlich auch. Oh, jetzt habe ich... Naja, man kann sich vorstellen, das ist bestimmt das Herz eines Wassergolems gewesen. Ich habe hier noch einen jungen Sumpfhai entdeckt. Der hat sich wohl hierhin verirrt. Ich weiß nämlich, dass da mal ganz zu Anfang im See 3 Stück waren. Oder im Sumpftempel da. Ja, und was machen wir denn da mal? Vorsichtshalber. Einen geschärften Pfeil oder was? Geschärft. Geschärft. Na, wo bist du denn? Na? Kommt der nicht? Da ist er. Wohl nichts, was? Mal gucken, wie clever er ist oder wie gut er ist oder wie gut er spucken kann. Ja, er kann gut spucken. Auf den Stein drauf. Na, also. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist, dass der Sumpfhai sich hier so hingespawnt hat. Also, ich konnte mich erinnern, dass da hinten im Tümpel 3 Stück waren. Okay, das war noch von der vorigen Aktion. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier an dieser Stelle weitergehen können, weil ich habe hier alles abgesucht. Hier ist nichts mehr. Logbuch sollten wir mal gucken. Das hätte ich ja ganz zu Anfang machen sollen.
Da haben wir Unruhen auf Tamora. Mein Auftrag auf Tamora ist beendet. Bruno steht wieder loyal zum König. Ich kann also Gernot Bericht erstatten. Auch ein Wassergolem nahe des Fischerdorfes, welches sich hier hinter dem Felsen befindet, den ich jetzt mal hier aus dem Wasser gelockt habe. Und lustig, giftgrün leuchtet. Jo, der hat immer so normale Animationen. Der wehrt sich gar nicht. Ach, das kann man auch ausnutzen. Und haben wir ihn auch. Er sinkt wieder zu Boden. Ja, das ist auch erledigt. Und nun unter der Kategorie Lost Places. Ganz, ganz, ganz da hinten am Horizont ist das Fischerdorf. Ich bin mal hier rüber gegangen. Und zwar, hier gab es eine ganze Menge Waldskäppis zu holen. Dann ging es hier hoch. Und hier links rum, hier gab es noch ein paar graue Beißer und auch ein paar Waldskäppis. Und ganz hinten am Ende nochmal zwei Fleischschwanzen, richtig. Dann ist mir dieser Weg aufgefallen. Und auch ein Beweis dafür, ein Lost Place gibt es auch in Gothic Odyssey im Auftrag des Königs. Und zwar, wenn ich hier ein bisschen weiter renne, springe, tanze und singe. Nee, dann auf einmal, hier ist ein Bettchen und es gibt hier ganz viele fleischenden Wanzen. Fleischwanzen, also ein Hau. Zack. Boah, wenn ich mich daran erinnere, dass das anfangs so schwierig war. Jetzt doch jetzt wunderbar. Ja, dann werden wir die einfach nur mal einladen. Das ist also einladen als Fleischhappen für die nächste Party. Ich habe immer so blöde, spontane Sprüche drauf. Ja, gucken wir mal, wie spät wir es haben. 17.59 Uhr. Ich finde, es ist Zeit, mal ein Schläfchen zu machen. Bis zum Sonnenaufgang. Dann bin ich wieder regeneriert und ich habe mich ja auch hier rüber temportiert. Geht es hier eigentlich weiter? Fragezeichen. Nein, es ist Sackgasse. Gut, okay. Lost Place. Es geht weiter. Und zwar befindet sich hier noch im Flusslauf ein übrig gebliebener Wassergolem. Da ist er auch schon. Und wieder wird er mir nicht angezeigt. Das ist nicht schön. Gucken. Kommt er mir hinterher? Nö, kommt er nicht. Jetzt ist er weg. Ach, da hinten ist er. Guck, guck, hier bin ich. So. Überhechten hier. Hier drauf. Hoch. Beschärfte Waffe ist schon drin. Und leider keine Anzeige. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel er braucht. Die Schattenanimation ist ja klasse. Da rechts. Da haben wir eine 300 Erfahrung. Ja, warum habe ich den jetzt mit Pfeil und Bogen? Versinkt er hier schon wieder? Gucken? Ja, okay. Weil ich vorher versucht habe, ihn mit meinem Paladin-Degen oder mit meinem besten Degen zu erlegen. Das ging aber nicht. Ich gucke nochmal weiter. Ich möchte schon, dass die Insel einigermaßen gut bereinigt ist und nicht einiges ausgelassen wird. Es gibt bestimmt etwas, was ich vergessen werde. Hier ist die Palme, wo oder hier haben die Kokosnüsse gelegen. Und ich sehe hier plötzlich so ein... Irgendwo habe ich was gesehen hier eben, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, hier. Eine Truhe. Zum Knacken. Och, das war eine einfache Kombi. Verraten tue ich die nicht. Bringt uns 150 Gold und zwei
Heiltränkchen, das ist klasse. Einmal hier rumgeschwommen, eine Muschel eingesammelt. Und wen sehen wir da? Wir sehen einen Wassergolem. Diesmal wird es angezeigt, dass es ein Wassergolem ist. Gut, okay, dann versuchen wir es wieder nach der althergebrachten Weise. Und dieser Wassergolem ist ein bisschen dümmer, glaube ich. Ne? Der ist nicht so schnell. Der muss sich immer abstützen und ich kriege auch noch einen auf den Pommel. Leute, das war wieder knapp. Ja gut, okay, den Wassergolem haben wir auch erledigt. Da scheint wohl hier eine Wassergolem-Bucht zu sein. Hier haben wir noch einen. So wie es aussieht. Na? Ja, und auch den werde ich mal bekämpfen, wie immer. Hm? Na? Den muss man ja echt... Okay. Der kommt nah an mich ran. Und wir werden ihn mal wieder gegen die Wand ballern und dann eliminieren. Na, mühseligen auf sich eindreschen oder auf eindreschen auf diesen Wassergolem hier. Ach, jawohl. Haben wir den auch geschafft. Ach, jetzt ist mittlerweile nach dem vielen Speichern auch hier die Anzeige verloren gegangen. An dieser Stelle hat sie eine schöne Aussicht auf die Burg von Tamora. Dann schauen wir mal hier. Ich glaube, hier habe ich mal ganz früher was gesehen. Irgendwie noch ein Tierchen. Ah, guck mal. Irgendwo war doch noch was. Ja, da ist er. Ein Schattenläufer. Tja, den werden wir auch noch killen müssen. Auch hier die altbewährte Strategie. Alles Gute kommt von oben. Jawohl. Ach, den haben wir. Da können wir wieder ein Horn ziehen. Fell eines Schattenläufers? Ich hab doch Horn ziehen, hab ich doch, nicht zu plündern. Gelernt, oder nicht? Ja, Schattenläufern das Horn entfernen. Da steht's doch. Aber der hat keins gehabt. Sehr komisch. Ja, Zeit sich hier zu verabschieden. Von dieser Tamora Stadt. Und es war wirklich schön hier. Doch jetzt muss ich weiterreisen. Junge, komm bald wieder. Bald wieder. Nach Tamora. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Bei Gernot. Für den König. Mhm. Ich bin gespannt. Es soll ja jetzt nach Ardamos gehen. Nee, Adarmos. Sorry. Endlich. Bruno steht wieder loyal. Bruno steht wieder loyal zum König. Wie hast du das denn geschafft? Ich habe zunächst die Orksöldner beseitigt und ihm vor Augen geführt, dass sich die Orks deswegen bestimmt rächen werden. Er hatte danach so große Angst, dass er geschworen hat, nie wieder vom König abzufallen. Außerdem musste ich ihm versprechen, einige Butler für die drei Minen von Tamora zu besorgen. Wo ich die herbekommen soll, weiß ich nicht. Aber immerhin hat sich Bruno dem König wieder untergeordnet. Hoffentlich kann man seinen Schwüren glauben. Aber was soll's.
Hauptsache, er wird sich nicht den Orks unterwerfen. Und was ist mit der Flotte der Orks? Die Flotte war hier und hat sich vor Tamora mit einigen Korsarenschiffen getroffen. Korsarenschiffe? Und weiter? Nachdem die Ork-Flotte die Söldner an Land gesetzt hat, ist diese dann mit den Korsaren in Richtung der Insel Adamos weitergesegelt. Interessant. Dann haben sie den Kurs geändert. Weißt du, warum die Orks mit den Korsaren nach Adamos wollten? Leider nicht. Nun gut. Dann werden wir es wohl herausfinden müssen. Ja. Ich nehme an, es geht jetzt nach Adamos. Oh, ich kann nicht mehr zurück zu Tamora. Ja, liebe Freunde, jetzt geht's nach Adamos. Ich nehme an, es geht jetzt nach Adamos. So ist es. Es gibt dort ein Dorf, das von einem Großbauern verwaltet wird. Frage ihn und die anderen Bewohner, wohin die Orkflotte weitergesegelt ist. Vielleicht kann man dir ja auch sagen, was mit den Korsarenschiffen ist. Wir müssen unbedingt herausfinden, warum sich die Orks mit den Seeräubern verbündet haben. Ich werde mit den Bewohnern natürlich sprechen. Das ist ja seine Aufgabe. In Ordnung. Ich werde mal mit den Bewohnern sprechen. Gut, dann segeln wir sogleich los. Oh, schön, Bauern. Ah, Bauerngehöfte. Superklasse. Das ist interessant. Oh, ich habe schon Angst, dass wieder irgendwelche blöde, komische Begrüßungskomitees auf mich warten. Nee, doch nicht. Na, wen haben wir denn da? Einen Soldaten des Königs. Wusste gar nicht, dass es von euch noch welche gibt. Was willst du denn hier? Ich bin ein Reisender und wollte mich hier nur mit etwas Proviant eindecken. Dass ich nicht lache. Wer würde schon durch ein orkverseuchtes Meer reisen, nur um auf dieser Insel ein paar Lebensmittel einzukaufen? Hör auf, mich anzulügen. So etwas erkenne ich sofort. Also gut. Ich denke, dass ich dir vertrauen kann. Mein Name ist Roland. Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs und soll mich hier nach etwas erkundigen. Du kommst also von einem Kriegsschiff des Königs. Und ich dachte, die lägen schon alle auf dem Grund des Meeres. Na schön. Nach was sollst du dich denn erkundigen, mein Freund? Nun, ich muss wissen, was hier für Schiffe in der letzten Zeit vorbeigekommen sind. Dann wende dich am besten an den Söldnerführer Roche. Er ist der Herr dieser Insel und kann dir mit Sicherheit mehr sagen als ich. Was? Der Herr dieser Insel ist ein Söldneranführer? Ja. Dieses Dorf wird von einigen Söldnern beherrscht. Sei also vorsichtig. Die verstehen keinen Spaß. Seltsam. Mir wurde gesagt, dass ein Großbauer hier das Sagen hat. Was ist denn mit dem passiert? Der Großbauer ist schon vor längerer Zeit gestorben. Nach seinem Tod hatten die Bewohner mich zum Dorfvorsteher gewählt, was selbst die Söldner akzeptiert hatten, die der Großbauer in seinem Sold hatte. Doch dann kam dieser Roche auf unsere Insel. Keine Ahnung, wo der herkam. Plötzlich war er da. Ihm gelang es, die Söldner gegen mich aufzubringen, sodass er nun über das Dorf herrscht. Oha. Nochmal wegen den Schiffen? Mal gucken, was das für eine Option ist. Nochmal wegen den Schiffen. Kannst du mir wirklich nicht sagen, ob hier welche durchgekommen sind? Nein. Und du wirst auch kein Glück bei den anderen Bewohnern der Insel haben. Es ist uns nämlich verboten, Fremden Auskünfte zu geben. Verboten? Von wem? Von Roche. Daher lass mich in Ruhe mit deinen Fragen. Wir beide bekommen sonst noch gewaltige Probleme. Frag lieber Roche. Na schön. Frag wie lieber Roche. Wo finde ich diesen Roche? Du findest ihn... Doch halt. Warum sollte ich dir das eigentlich sagen? Vielleicht sollte ich lieber den Mund halten. Hä? Ich verstehe dich nicht. Wie meinst du das? Ganz einfach. Wir leben in schwierigen Zeiten. Und da hilft man nicht mehr einfach nur so. Verstehst du? Ich glaube ja. Du willst Gold. Nein. Was du jetzt wieder von mir denkst, ich will kein Gold von dir. Das würden mir die Söldner ja doch wieder abknöpfen. Und was willst du dann von mir? Raus mit der Sprache. Ganz einfach. Wenn du mir bei einer Sache behilflich bist, sage ich dir auch, wo sich Roche befindet. So? Das kann ich auch einfacher haben. Ich frage einfach jemand anderen. Wenn du dich da mal nicht irrst, die Bauern werden schweigen, wenn ich es ihnen sage.
Und die Söldner werden schon gar nicht mit dir reden wollen. Soldaten des Königs können die nicht ausstehen. Die werden dir wahrscheinlich schneller eins überziehen, als du deine Frage ausgesprochen hast. Oha, es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Na, das wollen wir aber erstmal abspeichern. Meine Herren. Ja, willkommen auf Adarmus. Dann stehlen wir ihm doch mal ein Geldbeutelchen. Und das hat mir auch gleich 20 Gold und 100 Erfahrung gebracht. Ja, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ein paar Minuten Zeit hätten wir ja da mal. Wen haben wir denn hier? Adele und ihre Mörder. Hallo. Ich grüße dich, Fremder. Wer bist du? Ich heiße Adele. Mein Name ist Roland. Alles in Ordnung? Das Leben hier ist schon schwer. Aber mir geht es gut. Ich hab da mal eine Frage. Dann frage meinen Mann, den Dorfvorsteher. Ich habe keine Zeit für sowas. Und wie heißt dein Dorfvorstehermann? Auch hier wäre es einfach. Mein Gott, sind die dumm. Ein Kessel. Was können wir denn kochen? Nix. Aber keine Rezepte. Ja, er sagt mir nicht, wo Rosch ist. Das ist komisch. Wen haben wir denn hier zu finden? Gar niemanden. Okay. Werden wir mal hier mal kurz das Brot holen. Und zu schlafen legen. Das Ganze mal ein bisschen beim morgens früh gucken. Wie das so aussieht. Wer bist du denn? Alex. Hey Alex. Warte mal. Hallo. Hallo. Wer bist du? Ich heiße Alex und wer bist du? Mein Name ist Roland. Ha, so ein freundlicher Geselle. Ich heiße Alex. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Meinst du wegen den Söldnern? Dazu sage ich lieber nichts. Sprich mit unserem Dorfvorsteher, wenn du was wissen willst. Ich halte dicht. Nachher bekomme ich noch den meisten Ärger. Hört sich an wie so der alte gute Matt, irgendwie in alten Gothic-Zeiten. Ja, hallo Alex. Ja, dann, der Rosch, der ist ja zu sprechen. Mal gucken, wen haben wir hier? Iram. Hey du. Auch wieder einfach seinen Geldbeutel zu stehlen. Hallo, kann ich ein paar Auskünfte haben? Auskünfte? Nein, keine Zeit. Ich habe zu tun. Wer bist du? Mein Name ist Iram. Was ist deine Aufgabe hier? Holzhacken. Holzhacken und immer wieder Holzhacken. In den Nächten ist es sehr kühl. Darum benötigen wir viel Brennholz. Ist schon eine ganz schöne Plackerei. Aber immerhin hilft mir Alex dabei. Oh, ein Reim. Sehr schön, der erste Reim, glaube ich, hier. Darf ich dich was fragen? Nein, keine Zeit. Ich habe zu tun. Okidoki. Ja, die Zeit ist gekommen, dass ich mich hier von Adarmus verabschieden darf. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen gefallen. Lasst einen Daumen da, leave a comment, lasst einen Kommentar da und dann gucke ich mir mal mich noch so ein bisschen um später in der nächsten Folge. Ich sage Tschüssi!